Was geht YouTube? Peace Leute, ich hoffe es geht euch gut. Ich war eine längere Zeit nicht aktiv. Ich bin in letzter Zeit durch so viel Bullshit gegangen und ich will auf meinem Channel eine Veränderung sehen. Nicht im Sinne von ich will jetzt boomen oder sonst irgendwas. Einfach ich will noch realer werden. Ich will jetzt hier alle wichtigen Themen auf jeden Fall und alles, was mir durch den Kopf geht, niederlassen, so quasi auf dieser Plattform von mir so. Und versuche wirklich jetzt mehr realeren Stuff so rauszuhauen, weil ich auch gemerkt habe, so in letzter Zeit, ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe zu viel Zeit darin investiert, andere Menschen happy zu machen, so quasi, und habe mich selbst verloren, so. Und Hab mich manipulieren lassen, bin durch so viel Scheiße gegangen, durch, keine Ahnung, so deine eigene Familie, ich bin jetzt einfach komplett real, ich verberge nichts mehr, ich verstecke mich nicht mehr und sag einfach so, wie es ist. Meine komplette Familie hat mich verkorkst, meine komplette Existenz wurde gefickt durch meine Familie. Ich habe sehr viele narzisstische Menschen in meiner Umgebung gehabt. Und immer noch habe ich sehr viele manipulative, narzisstische Menschen in meiner Umgebung. Meine eigenen Eltern, meine Oma, die im selben Haus wohnt. So, wenn ich auch immer so Chosen Ones hier drunter schreibe, denkt nicht eine Sekunde, dass wenn ich mich als Chosen One hier präsentiere, dass ich auserwählt bin für das beste Leben. Nein, natürlich nicht. Wir Chosen Ones müssen meistens durch die härteste Scheiße gehen. Ich will ein bisschen flexen. Da hinten ist irgendwo mein Bike. Man sieht es jetzt nicht. Egal. Nein, wie gesagt, wir Chosen Ones. Warum ist das Licht gerade so komisch? Wir gehen durch den größten Bullshit. Wir haben vielleicht Familienmitglieder, die uns mobben in der Familie. Wir haben beispielsweise Brüder, die uns Sachen klauen oder uns nicht ernst nehmen oder uns schlagen, uns demütigen und was weiß ich alles. Väter, die dich die ganze Zeit erniedrigen, Mütter, die dich zur Palme bringen, Omas, die dir Probleme schieben und Menschen um dich herum, die nur Probleme sind. Und wenn du solch ein Umfeld hast, wie willst du wachsen? Und hier auf dem Channel seht ihr, hier geht es um Wachstum, um Reflexion, um Bestimmung, um Narzissmus. Ich will hier Real Facts auf diesem Channel. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass meine älteren Videos, die ich vorher gepostet habe, deswegen habe ich jetzt auch eine lange Pause genommen, sie waren einfach nicht real genug. Sie waren einfach nicht real genug. Ich habe Sachen versteckt, ich habe Sachen verheimlicht. Ich habe Sachen nicht rausgelassen und nicht gesagt, die ich hätte sagen sollen. Und jetzt ist die Zeit, einfach ehrlich zu sein. Ich bin komplett verkorkst durch meine Familie geworden. Musste mich wieder selbst finden, weil die ganzen Stimmen in meinem Kopf mich quasi so zerstört haben. Jeder kennt das, jeder geht durch Depressionen, jeder Mensch hat mal Depression, nur es ist die Art, was wir aus ihr machen. Ob wir uns von ihr leiten lassen, so fehlleiten lassen und erniedrigen lassen oder dann den Zeitpunkt so quasi sehen, erkennen und sagen, ey, ich will mein Leben zurück. Und ich bin jetzt immer mehr auf diesen Punkt in Richtung gutes Leben zu kommen. Ich habe jetzt in Aktien investiert, in Krypto investiert, gehe wieder besser mit meinem Körper um und so, habe in letzter Zeit ein bisschen Scheiße gefressen und was weiß ich. Man lässt sich dann wieder gehen und ich bin ein Mensch, wenn ich mal in einem Tief bin, dann kann es auch richtig tief sein. Aber ich bin nie wieder so tief, wie ich an meinem tiefsten Tiefpunkt war, schon mal.
Weil du musst eines verstehen. Wir alle gehen durch harte Scheiße, aber natürlich lernst du auch aus jeder harten Scheiße irgendwas. Und dadurch wirst du immer weiser, immer stärker, immer weiter vorankommen, so quasi im Leben. Und wir denken oftmals, jetzt ist alles vorbei, jetzt habe ich richtig verkackt, jetzt, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich muss ausziehen, ich kann nicht mehr zu Hause wohnen, ich muss so schnell wie möglich raus. Das geht jetzt um mich, dieses Video ist jetzt nur über mich. So, vielleicht connectet das zu vielen anderen, die dasselbe denken, dasselbe fühlen, dasselbe Leben haben oder die ähnlichen Dinge in ihrem Leben haben. Und ich bin heute hier und sage euch, es gibt einen Weg raus. Ich bin dabei am Überlegen, beispielsweise in eine WG zu ziehen und so. Weil momentan ich es nicht schaffen könnte, alleine eine Wohnung mir zu leisten. Deswegen, ich muss Wege finden. Aber zum Glück habe ich über die Zeit lang, wo ich gearbeitet habe und Ausbildung gemacht habe, immer Geld gespart. Ich habe auf der Seite auf jeden Fall gut Patte, die ich jetzt auch teilweise gut investiert habe und noch weiter am Investieren bin und dadurch halt versuche, den Weg auch rauszuschaffen damit. So, deswegen, ich will euch nur damit motivieren, aus negativer Scheiße Positives zu machen und all die negativen Menschen auch hinter dir zu lassen. Dafür will ich euch animieren. Ich sag nicht irgendwie Scheiße, das ist auch Familie oder sonst irgendwas, nur wenn eure Familie ein Kriterium oder ein Kritikpunkt ist in diesem Fall, das euch auffällt oder sonst irgendwas, ihr müsst diese Sachen hinter euch lassen, egal wie schwer es für euch ist. Für mich ist das super schwer, aber es ist ein Weg, den ich gehen muss und wir Chosen Ones müssen die härtesten Entscheidungen treffen manchmal. Manchmal, wir denken, warum wieder diese scheiß harten Entscheidungen, aber genau diese Entscheidungen sind die, auf die es ankommt, auf das nächste Level zu kommen. Und das merke ich jetzt. Ich bin mit einem Kollegen zusammen, wo ich ein paar Mal auch schon erzählt habe, mit dem ich trainieren tue und so. Und wir bauen uns gegenseitig auf und investieren und machen und hustlen. Und ja, es führt jetzt zu vielen Wegen. Ich versuche beispielsweise auch auf der sportlichen Schiene was zu machen, vielleicht einen Trainerschein zu machen und sowas. Und so mit meinem Bike, mit meinem Hobby so, weil man braucht mehrere Standbeine. Ich bin ja kein Finanzgenie oder sonst irgendwas, nur muss man kein Genie sein, um zu sehen, wenn man mehrere Dinge anpackt, YouTube, Bike-Business, andere Businesses, Investitionen, Krypto und alles und NFTs und sowas. Irgendwas muss Fuß fassen. Irgendwann muss irgendetwas beißen. Was ich damit sagen will, versuch viele Dinge aus. Mach diese ganze negative Scheiße zu etwas Gutem. All diese negative Energie, setz sie in etwas Gutes. Investier dein Geld. Verballer nicht mehr, weil du depressiv bist. Dein Geld für Essen und für Drogen, für Kiffen oder ich meine, ich kiff selbst, ne? Aber ich versuche es in Grenzen zu halten, wirklich. Und es ist natürlich nicht leicht und leichter gesagt als getan. So manchmal verliert man sich, es ist immer noch eine Droge. Ich bin mir aber bewusst, was ich tue. Und ich liebe Marihuana zu sehr, als dass ich es quasi jetzt im Moment absetze. Weil ich habe es oft schon abgesetzt und wieder gemacht. Bei mir ist das so eine On-Off-Beziehung mit Marihuana. Und es ist einfach ein Gateway für mich. Für mich ist es nichts anderes als Medizin. Ich bin ein vielschichtiger Denker, ich bin ein vielseitiger Denker und ich denke nicht nur an einer Schiene, ich denke in vielen Facetten und diese Denkweise macht mir oft Probleme und dieses Überdenken lässt mich nicht chillen und ich war im Urlaub jetzt auch 11 Tage in Spanien und meine Kollegen haben richtig gemerkt, so quasi, oder mein Kollege hat so richtig gemerkt, dass ich halt keine Person bin, die halt dauert chilly ist. So, nein, Alter, ich bin immer in meinem Kopf, ich bin immer gefangen in meinem Körper, so quasi. Ich bin immer in zwei verschiedenen Welten und das hat dieser Kollege auch dann krass gemerkt in diesen Tagen, wo wir dann zusammengelebt haben, so quasi, wie meine Persönlichkeit so wirklich ist. Und er hat dann auch gesehen, wie ernst ich es meine, so mit manchen Dingen, so mit Investitionen und mit meinem Leben und dass ich keine Goofies um mich herum haben will und alles, was ich so sage. Weil im Endeffekt, was bringen dir all diese Menschen im Leben? Was bringen dir all diese Menschen?
Du hast so oft Menschen in deinem Leben, die du eigentlich gar nicht willst. Und du weißt selbst ganz genau, dass sie nicht gut für dich sind, nur du behältst sie bei dir, weil sie irgendeinen Nutzen für dich haben. Sie bringen dir beispielsweise irgendein Geld oder keine Ahnung, ihr habt eine coole Zeit zusammen oder könnt irgendwie gut chillen oder sonst irgendwas, aber sie behandelt dich scheiße oder sonst irgendwas, ist narzisstisch, hat narzisstische Züge. Wie gesagt, ich bin kein Psychologe, nur ich kenne mich mittlerweile ein bisschen mit diesen Dingen aus, weil ich mich damit befassen musste durch meine Umstände und bin aber auch glücklich dafür, vielleicht in naher Zukunft vielen Menschen dadurch zu helfen. Das kam jetzt natürlich super assi, aber ey, that's raw, that's me, that's real, take it or leave it, weil es ist mir jetzt scheißegal, es ist mein Channel, ich tue, was immer ich will, ich gebe keinen Fick mehr auf irgendwas, ich gehe meinen Weg und das ist die Denkweise, die ich jetzt habe. Ich habe zu viel Zeit darin investiert, darüber nachzudenken, was meine Eltern darüber denken, was weiß ich, dass ich kiffe oder dass ich all diese Dinge, dass ich investiere und dass ich nicht mehr arbeiten gehen will für einen Konzern, wie ich Geld mache und wie es dann laufen wird, weil ich ja arbeitslos bin und all diese Probleme in meinem Kopf haben mich aufgehalten. Jetzt nach dem Urlaub, mein Kollege hat zu mir beispielsweise auch vor dem Urlaub gesagt, so, er hat selbst gemerkt, dass ich so an einem spirituellen Down war, an so einem mentalen Down auch war und physisch auch nicht mehr da war, dass ich komplett körperlich, geistig, seelisch nicht mehr da war, dass ich nicht mehr ich selbst war, ich mich nicht mehr gefühlt habe, hat er selbst gesehen, hat auch dann vor dem Urlaub so gesagt, quasi der Urlaub wird so der Motivationspush, den ich brauche, weil dieses Lifestyle dort, wir haben dort 11 Tage gechillt, hatten ein Leben wie Kings und ich habe es genossen wie, als wäre jeder Tag der letzte, weil Leben ist nicht selbstverständlich und die Leute in deiner Umgebung nehmen dich vielleicht als selbstverständlich, aber wie ich schon gesagt habe, Leben ist nicht selbstverständlich, du bist nicht selbstverständlich, also sei nicht selbstverständlich für viele Menschen. Du hast so viele Menschen vielleicht in deiner Umgebung, für die du selbstverständlich bist. Und dann auf einmal, wenn du mal mehr Zeit für dich investierst, heißt es dann, oh, du hast gar keine Zeit mehr für mich. Oh, du schenkst mir ja gar keine Aufmerksamkeit mehr. Oh, dann siehst du die richtigen Gesichter, weil erst dann kommen die True Faces. Erst dann, wenn du nicht mehr dieses Narcissistic Supply bist, für diese ganzen Narzissten und diese Psychopathen und für diese ganzen kranken Menschen, die in der Welt sind, die dich nur manipulieren wollen oder nur etwas von dir wollen und nicht dich wollen, weil sie dich wollen. Nein, sie wollen was von dir. Deswegen sei vorsichtig, wer in deiner Umgebung ist. Sei vorsichtig mit deinen Gedanken. Sei vorsichtig mit deinen Taten. Weil ein Spruch von mir ist auch, das Leben ist wie vorm Gericht. Alles kann und wird gegen dich verwendet werden. Und genau so ist es, weil aus guten Taten entstehen entstehen gute Dinge. Und aus schlechten Taten entstehen schlechte Dinge. Das ist ganz einfach, das weiß jedes Kind. Dass wenn man was Schlechtes tut, etwas Schlechtes kommt. Und so viele Menschen tun Schlechtes und wundern sich, warum sie ein schlechtes Leben leben. Ja, warum wohl? Weil du schlecht bist. Aber es ist leicht, schlecht zu sein und es ist schwer, gut zu sein. Deswegen haben wir guten Menschen es so schwer in dieser schlechten Welt, in dieser ekligen, tristen Welt. Aber das ist keine Entschuldigung, um aufzugeben. Jeden Tag will ich aufgeben, jedes Mal will ich aufgeben. Aber nein, der Hunger in mir, der Kämpfer, der Warrior in mir macht weiter. Will gar nicht aufgeben, auch wie ich jetzt so die Zeit gequittet habe und gar keinen Sport mehr gemacht habe. Mich voll hängen gelassen habe, war ich trotzdem im Kopf immer dabei. Ich habe trotzdem immer nachgedacht über meinen Sport, über meine Karriere, über meine Zukunft, über dies, über das. Selbst wenn ich den ganzen Tag, what the fuck, selbst wenn ich den ganzen Tag nichts tun würde, würde ich trotzdem was tun und mehr als die meisten, weil ich viel am Nachdenken bin. Weil oftmals müssen wir physisch so oder physikalisch gar nichts machen. Wir müssen uns gar nicht bewegen. Wir müssen einfach nur denken. Wir müssen einfach nur mal irgendwo uns hinschillen, mal gründlich über alle Dinge, die
gerade in unserer Umgebung sind, mal nachdenken, alles filtern und kategorisieren, was du brauchst, was du nicht brauchst. Und dann siehst du ganz schnell, was die Wahrheit ist. Und dann, wenn dieser Filterprozess kommt, indem du dir denkst, was bringt mir dieser Mensch? So, warum bin ich so blind? Dieser Mensch ist die ganze Zeit scheiße zu mir oder vernachlässigt mich oder sonst irgendwas oder ignoriert es, wenn es mir schlecht geht oder noch schlimmer. Ich rede hier aus Erfahrung. Ich rede nicht einfach nur so vor mich her. Ne? Ihr müsst nicht denken, dass wenn ich so Dinge aufzähle, dass ich das nicht durchlebt habe. Ich durchlebe das jeden Tag. Wie gesagt, es können Dinge sein wie, was wollte ich als letztes sagen, so, wenn es dir schlecht geht, sogar noch schlimmer, dass sie dich dann sogar noch abfacken, weil sie nicht damit umgehen können. Weil Narzissten nicht mit schlechter Kritik oder schlechtem Vibe umgehen können. Sie wollen ständig nur, oh, alles muss gut sein, alles muss perfekt sein, alles muss happy sein, alles muss tutti sein. Aber so ist nicht Leben. Leben ist nicht immer perfekt. Aber das ist das, was diese Menschen niemals begreifen werden, dass Leben nicht perfekt ist. Aber durch Social Media, durch diese ganzen Dinge, weil durch Instagram und alles, wo diese Narzissten sich präsentieren können, werden ihre Züge noch mehr verstärkt. Sie bekommen Follower, Likes und dies und das und geilen sich daran auf. Natürlich unterstützt das noch mehr diese schlechten Menschen, diese narzisstischen, egoistischen, materialistischen Menschen. Aber das ist, auf was die Eliten und die Welt aus ist. Auf schlechte Menschen, weil sie wissen, gute Menschen machen gute Taten, schlechte Menschen machen schlechte Taten und die Welt will Schlechtes sehen. Aber die guten Menschen wollen Gutes sehen. Deswegen müsst ihr weiterhin Gutes tun, damit wir all das Schlechte mit dem Guten bekämpfen, indem wir das Negative zum Positiven machen, indem wir keine schlechten Taten mehr tun, indem wir nicht mehr Scheiße fressen, indem wir nicht mehr konsumieren und konsumieren und konsumieren, egal ob Essen, Trinken, Sex, egal was es ist, was du konsumierst, Drogen oder was auch immer. Tu es bedacht. Tu alle Dinge bedacht. Sei immer bewusst. Und wenn nicht immer nahezu, versuch dein Bestes. Gib dein Bestes, weil mehr kannst du eh nicht tun. Gib wenigstens dein Bestes. Gib dein Bestes. Gib dir Mühe, deine beste Version deiner selbst zu werden. Gib dir wenigstens Mühe, ein besserer Mensch zu sein. Und dann bist du schon mal einige Schritte weiter voraus als viele anderen Menschen. Deswegen, nur das will ich dir sagen, nur das will ich dir weitergeben. Sei weiterhin ein guter Mensch. Werde nicht zum Produkt der Gesellschaft. Sei der, der du sein willst. Dieser Spruch war einer der ersten, den ich so auf diesen Channels und auf Instagram so erfunden habe. So selbst, so quasi, der von mir gekommen ist. Aber das ist einfach was, was ich lebe. Ich bin kein Produkt der Gesellschaft. Ich bin meine eigene Gesellschaft, weil ich keine Gesellschaft um mich herum habe. Ich hatte noch nie Familie. Ich hatte noch nie Freunde. Ich hatte noch nie Beziehungen, wirklich so ernsthafte, wo es wirklich so, nein, hatte ich alles nicht. Warum? Weil ich verkorkst wurde durch meine verkorkste Familie, wo alle Beziehungen, in Anführungszeichen, keine Beziehungen sind. Es ist nur Narcissistic Supply. Es ist einfach nur, ja, der schenkt mir was an dem Geburtstag, der schenkt mir was da. Der kann mir das tun, der kann mir dies tun. Der ist gut für das, der ist gut für dies. Und solange einer gut für etwas ist, ist er auch gut für mich. Aber sobald jemand keinen Nutzen mehr für mich hat, ist er uninteressant. Ist das eine gesunde Beziehung? Sollte so eine Beziehung sein? Hört das sich geil an oder hört das sich abgefuckt an? Deswegen, und wer das jetzt fühlt, kann mir gerne folgen, kann gerne ein Like geben, kann machen, was er will. Muss nicht, es kostet nichts. Aber wer das Ganze fühlt, es freut mich, dass ich dich wenigstens motivieren konnte. Auch wenn du jetzt denkst, alles ist scheiße, alles ist negativ, glaub mir, du trägst viele Superkräfte in dir. Du hast viele gute Eigenschaften in dir. Du lebst immer noch. Du hast nicht aufgegeben. Du atmest noch. Es ist nichts vorbei. Du bist noch voll im Leben. Du hast noch genug Zeit, um dich zu verbessern. Und jetzt ist genau die Zeit. Ich habe mir dieses Jahr so viel vorgenommen. Ich habe mir generell in meinem Leben so viel vorgenommen. Und jetzt ist die Zeit, wirklich auch in Aktion zu treten und wirklich der Mensch zu werden, der ich mir vorstelle, der ich sein will. Deswegen in diesem Sinne, bleib stabil. Peace.